Hallo Leute und willkommen bei der Weihnachtsfolge meines Let's Plays. Ja, ich habe mich hier passend eingedeckt mit dem Hannibal Texture Pack, mit dem Hannibal Weihnachts Texture Pack, wo ja wirklich alles anders aussieht. Dieses Lebkuchen, die Bilder sind schön gleich geblieben. Hier unsere Küche ist natürlich komplett mit Lebkuchen ausgestattet. Hier hängen überall die Socken noch für den Nikolaus dran, oder wenn wir in England sind, dann natürlich auch für alle Geschenke, die bekommt man da ja so. Was bekommt ihr überhaupt zu Weihnachten? Wisst ihr das schon? Oder wenn ihr das Video guckt, habt ihr die Geschenke schon bekommen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir, was ihr euch gewünscht habt. Das würde mich echt interessieren. Und ich gucke mich hier erstmal um. Ich habe ja Optifine drin seit längerem schon. Da kann man mit der Steuerungstaste so ranzoomen, so wie ihr das jetzt seht. Also hier ist praktisch dann, verwandelt sich alles in ein Schneebiom bei dem Texture Pack. Und was ist das da hinten denn? Mit Rot und Weiß? Das muss irgendwas mit dem Texture Pack sein. Das habe ich mit Sicherheit nicht gesetzt. Oh, was ist denn da mit den Schafen los? Schafe haben hier Weihnachtssachen an, haben hier eine Glocke um und die schlafen alle, bewegen sich trotzdem im Schlaf. Die Hühner sehen auch mehr wie irgendwas anderes aus. Na schon. Das ist hier schon mit Liebe zum Detail gemacht worden. Der Crafting Table hier mit so einer Schneeflocke oben drauf. Wir haben mich kurz gewundert, was das überhaupt ist. Alle diese Steinblöcke sind hier alle so vereist. Hier oben ja auch. Hier geht's runter zu unseren Untermietern. Wie Unkenruf gesagt hat. Zu den Skeletten, die da jetzt Gott sei Dank nicht mehr hausen. Aber was sie ebenfalls vorgeschlagen hat, was wir mal machen könnten, sollten. Ach, wir haben nur noch Stone Bricks. Haben wir gar keinen Stein mehr? Das kann doch nicht angehen. Dann müssen wir uns kurz welchen holen von unten. Und zwar, dass wir hier mal die hier als ausgefahrene Pistons machen. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und darum möchte ich das mal kurz ausprobieren. Es wurde auch vorgeschlagen, dass wir Treppen als Tische benutzen. Und, ja, genau. Und, aber ich finde das irgendwie nicht so schön, habe mir jetzt doch überlegt. Eigentlich finde ich das so ganz gut. Aber da das hier ein bisschen hoch ist, wäre es gut, wenn wir es ohne die Pressure Plates machen. Und da wäre das doch mit den Pistons nicht schlecht. Und da reden wir doch gar nicht lange erst drumherum hier in der Weihnachtsfolge, sondern machen das einfach. Aber dafür müssen wir ein paar Steine farmen. Aber wenn wir dabei von dieser schönen Weihnachtsmusik hier von Kevin MacLeod oder wie der heißt, begleitet werden, dann ist das doch alles wunderbar schön. Besinnliche Momente. Ja? Wenn ihr vor dem Computer sitzt und meine Let's Plays anguckt, das sind nur besinnliche Momente. So, und wie viele haben wir? Das eigentlich brauchen wir ja gar nicht so viele. Ach, wir hatten noch einen Stack, das war ja ein Fail. Aber gut, das sei mir an Weihnachten verziehen. Oder, bitte? Danke? Ja? Gut. Wo ist ach ja, ich glaube, ich laufe jetzt hier dran vorbei. Für einen Pisten wollen wir noch Eisen und ein bisschen Redstone. Das holen wir uns noch mal schnell aus dem Vorratsraum. So, und zwar bauen wir, ich glaube, eins pro Pisten. Ich nehme einfach mal alle mit. Und Redstone nehme ich auch nochmal hier ordentlich was mit. So, also Holz brauchen wir. Bloß wie viel? Ich hoffe mal, das reicht. Ich habe mir jetzt nicht so wenig gemacht und überlege mir gleich doch noch mehr zu machen. Aber die Redstones mussten ja hier hin und den Cobblestone dann so ungefähr. So, 6 Stück. Na, das sind ja viele. Ich würde sagen, ein bisschen mehr mache ich schon. Ich kann mir ja welche auf Vorrat hier machen. So, und jetzt fehlen uns hier an der Seite auch eh schon die Cobblestone. Aber da mache ich mir nochmal ein paar. Dann nutzen wir hier unseren Holzvorrat komplett aus. So. Das sollte aber genügen, 20 Stück. Nicht, dass wir die jetzt alle 4 brauchen, aber wir haben ja auch noch Slimes drin und so.
also Slime-Bälle und da können wir uns Sticky Pistons gleich mal draus machen. Oder was heißt gleich, wir können die einfach daneben legen, dann, wenn wir Sticky Pistons machen wollen, dann können wir das ja machen. Aber nicht, dass wir uns jetzt hier Sticky Pistons machen und nachher brauchen wir Und nachher brauchen wir dann normale Pistons und haben die nicht mehr dafür unnütze Sticky Pistons. Ne. So eine Verschwendung kommt mir nicht ins Haus. Gerade nicht an Weihnachten, ja. Die Kinder in Afrika müssen hungern, während wir hier Ressourcen verschwenden. In Minecraft. Das geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Das kann ich so nicht zulassen. Aber ich kann das hier mal probieren mit den Pistons. Und ja, die müssen natürlich ausgefahren sein. Aber das kriegen wir mit ein paar Torches. Hä? Ah, ne, andersrum. Ich dachte, wir haben keine Text. Hä? Achso, ne, ich habe natürlich gefehlterweise Torches hingetan, anstatt Redstone. Aber ich brauche eh noch mal Holz, was ich auf guter Weise gerade alles verbraten habe. Aber so und so und so. Jawohl. So. Und nochmal die 6 Redstone drauf. Und dann haben wir insgesamt 12 Redstone Torches. Und das sollte locker genügen. Muss ich nur mal hier runterkommen. Also muss ich nur hoffen, dass hier unten kein... Nicht, dass wir da nicht im Keller landen, aber... Naja, sind wir jetzt fast im Keller gelandet. Es sei denn, es geht da noch weiter. Okay, es geht dann noch weiter. Bis hier. Da müssen wir uns mit dem Keller überlegen, aber dann machen wir den da halt um einen kleiner oder so eine Art. Das müssen wir uns nochmal, muss ich mir nochmal überlegen, aber... Oh nein, jetzt habe ich ihn da runtergeworfen und muss das einsammeln. Aber so muss es praktisch dann hier zu sein. Aber, das dürfte jetzt nicht so das allzu große Problem darstellen. Darum, das dürfte nicht die Idee behindern, dass wir hier die Pistons hinmachen. Also hier muss auch nochmal einer hin. Und dann kommt hier überall einmal runter ein Redstone Torch. Und hier und hier noch. Dann gucke ich mal, wie das so aussieht. Also. Ach ja. Das sieht jetzt eigentlich nicht so schlecht aus, ne? Das sieht ja im Original Hannibal Texture Packs. Die Pistons dürfen sich jetzt nicht großartig unterscheiden. Bis auf die Cobblestone hier unten. Die sehen dann natürlich genauso Cobblestone-mäßig aus. Die sehen natürlich auch Cobblestone-mäßig aus, aber halt nicht so vereist. Aber, nee, ich denke das. Und dann kann man auch die Tische hier, Das Gute ist jetzt auch, dass die sich hier nicht mehr verbinden. Es fehlen die Wörter und das an Weihnachten. Die Zäune hier unten, die verbinden sich nämlich nicht mit Pistons. Und davor war das hier so komisch verbunden und das sah nicht so toll aus, aber so finde ich es eigentlich gut. Dann mache ich das hier mal weg. Hier unten muss dann natürlich ein, sowas hier hin. Wo ist er hin? Ach so, wir hatten ja eh noch genug Slabs. Und zwar so genau. Nein, noch einer, ne? Auf jeden Fall so, dass man nicht nach unten gucken kann. Weil das sieht ja wiederum dann nicht gut aus. So. Und da drauf kommt dann einen Sandstein. Aber dafür brauchen wir natürlich Sand, den ich natürlich nicht habe. Ja, weil ich natürlich Sandstone drauf machen, habe ich ihn aber nicht. Und ich bin mir sicher, dass ich da eigentlich nichts habe. Ich kann mal in der Unkenrufkiste gucken. Aber ich glaube, nee. Nö. Wobei, ich weiß jetzt die Texturen gerade eh nicht beim Texture Pack, weil, was weiß ich, nachher, es gibt ja auch Geschenke hier in dem Texture Pack. Ich weiß gerade nicht, was es ist, aber irgendwas sieht aus wie ein Geschenk. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir das hier nicht in dem Texture Pack haben, aber... Okay, das war jetzt unnötig. Ich wollte mir eigentlich noch mehr Wooden Slabs machen, aber anscheinend hatten wir doch noch 2, haben wir hier. So, aber diesen Wooden Slab möchte ich dann eigentlich hier noch austauschen, vielleicht gegen einen Sandstone Slab. Das sieht vielleicht nicht schlecht aus, obwohl mir es gerade eigentlich auch so sehr gut gefällt. Ich habe 9 Stone Slabs habe ich ja noch. Die will ich hier dann nochmal kurz setzen. Da muss ich... Nein.
Wo haben wir ihn? Ja. Und hier am Rand muss ich dann natürlich nochmal das hier austauschen. Das kann ich eigentlich direkt mal machen. Warum nur reden, wenn man auch tun kann? So, dahin. Und da ich das später hier eben machen muss und dann muss ich, und wenn ich es jetzt mache, muss ich dann nicht... Warum dauert es so lang abzubauen? Achso, das ist kein Slab, sondern ein... Nein, nein! Oh, was ist denn das Rote hier? Ach, das dürfte Clay sein. Das dürfte Clay sein. Nein, warum baue ich mich mit Wolle hoch? Ne, da brauche ich mal kurz Cobblestone, Netherbrick nur nicht, aber Cobblestone zum reinen Hochbauen. Jawohl. Und hier rupfen wir das auch nochmal schnell raus. Und hier müssen wir es ja gar nicht erst raushupfen, weil das hier netterweise schon so schön liegt. So, Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, halt, an denen wir auf Wolle achten mussten. Das war ja nicht schön, ja. Auch wenn wir gerade wieder das erste Release drin haben. Was heißt das erste Release? Nein! Minecraft 1.0 drin haben. Das heißt, im Moment wächst die Wolle ja nicht nach. Aber das ist auch verkraftbar, denn die haben da hinten alle im Moment Wolle, die Schafe. Und wenn wir dann irgendwie nochmal abernten wollen würden, dann spielen wir dem Moment einfach das Pre-Release raus. Und es dürfte ja auch nicht mehr ewig dauern, auch wenn es wahrscheinlich erst 2012 passiert, dass 1.1.0 released wird, wo dann ja auch die Wool Regrowths enthalten ist. So, dann haben wir Stonebrick Slabs. Haben wir hier noch Slabs? Nein, aber gut, dann laufe ich halt nochmal komplett zurück. Denn ich war mir sicher, ja, da hatten wir es. Ich nehme mal alle 17 mit. Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich zu viel. Also wird auf jeden Fall zu viel sein, aber lieber zu viel oder zu wenig. Lebkuchenhaus, Lebkuchenhaus. Wie bei Hänsel und Gretel baue ich das hier. Exakt. Die Musik ist wirklich passend und das ist ein einziges Musikstück. Habe ich schon gut gefunden, finde ich. Dahin, 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 dahin. War ja auch so schwer zu finden, ne? Bei Google eingeben, Christmas Music Creative Commons. Dann erste Seite, Kevin MacLeod. Was auch sonst, aber gut. Was kann man denn noch machen so in dieser Weihnachtsfolge? Farmen in der Weihnachtsfolge ist extrem langweilig. Und wahrscheinlich sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich bin mir nicht sicher, wie weit. Wir müssen mal wieder Essen farmen, denn... Nein. Jawohl. Wir haben nichts mehr hier drin im Dispenser. Das heißt, wir könnten mal kurz Wassermelonen farmen. Und ich bin echt erstaunt, dass... Ich baue hier mal einen Durchgang. Und hier setze ich Holz hin. Haben wir noch Holz? Wir haben nicht mal mehr Holz. Aber ich mache mir mal komplette 40 Holz und dann mache ich mir mal zwei Türen, die ich hier... Warum gehe ich in die Kiste, wenn ich etwas craften möchte? Nobody knows. Aber... So, da haben wir die zwei Türen. Und zusätzlich möchte ich noch den... Das hier... So, wo ist es? Da. Und hier. Und dann haben wir das hier auch endlich mal geschafft. So, nein, jawohl, jo, kann man das so machen? Also das Glas muss auf jeden Fall weg, also es muss nicht ganz weg, aber nicht an dieser Stelle. Weil an dieser Stelle, also wenn da drunter eine Tür ist, kommt das nicht so gut auf jeden Fall. Das kann man wohl so sagen. So, und dann, das können wir dann auch ganz schnell machen, es sei denn, wir haben kein weiteres Glas, aber wir haben ja noch 12 Glas. Und ja, könnte man dann hier hinpacken und hierhin so und hierhin so. Und dann kommt da natürlich Wolle hin, ist das Wolle, ich hoffe. Und das hier ist ein bisschen unsymmetrisch und darum sieht das auch nicht so gut aus. Und darum könnte ich dann vielleicht hier das Glas komplett weglassen, so. Müsste doch okay sein. Da könnt ihr vielleicht irgendein Bild hinpacken, aber nicht jetzt. Und hier habt ihr schon... Habe ich das schon am Anfang erzählt? Hier mit dem geilen Weihnachtsmann-Skin? Also nicht Weihnachtsmann-Skin, aber...
Hier, mit einer Weihnachtsmütze. Extra aufgezogen für die Weihnachtsfolge. Passend zu den Schafen. So, was machen wir mit dem restlichen Holz? Verschwenden und hier hinlegen. So. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir die Decke hier nochmal ein bisschen weiterführen. Das Haus nimmt langsam Formen an. Das Haus nimmt langsam Formen an, ne? So ist es nicht. Wir sind, ich habe mir lange Zeit gelassen, aber jetzt langsam wird das ja was. Das hier ist auch. Scheiße, sieht nicht so gut aus, wenn es hier so direkt aneinander ist. Aber so ein einzelnes Fenster ist auch nicht so geil. Da müssen wir noch was überlegen. Ich wollte die Farm ja eh umsetzen, noch irgendwie ein bisschen. Aber vorerst, und die Wolle hier ich könnte auch ansonsten nicht da oben, sondern hier so Fenster einlegen, aber ne, sieht hier auch nicht gut aus. Also hier macht das vielleicht Sinn. Praktisch, dass ich hier das Fenster reinmache und hier oben stattdessen. Weil so doppelt nach oben sieht das nicht so gut aus, aber so vielleicht sieht auch nicht gut aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, so oder so, wie es davor war gerade eben. Wie wollt ihr das haben? Und dieses Feature von Optifine mit dem Ransum ist echt richtig cool. Das Texture Pack ist auch eine Pracht sondergleichen, muss ich sagen. Vor allem, dass alle Biome dann halt so schneeig, so snowig aussehen. Ist super gemacht. Und Lebkuchen hier. Sehr schön, sehr schön. Würde nur gerne irgendwo ein Geschenk sehen. Wo waren jetzt diese komischen. Nein, nicht runterfallen. Diese, irgendwo hatte ich doch. Diese leuchtturmmäßigen Sachen, diese rot-weiß-Wolle gestapelt, was auf jeden Fall aber nicht. Oh, und das Bett ist hier aber in Weihnachtsstimmung. Herrlich, herrlich. Ach, ist das herrlich. Aber, nö, ich finde das Bett nicht. Schade. Mal gucken, ob die Mobs irgendwie anders aussehen. Mal gucken in der Mobfalle. Das wäre ja möglich, dass sie die Mobs auch umgeändert hat. Und blaue Pilze, ja. That does not make any sense at all. So. Wir beschreiten unseren Weg. Und steigen hinab in die Tiefe. Vielleicht ist hier unten hier irgendein Block, der aussieht wie ein Geschenk. Ich will doch nur ein Geschenk sehen. Oh, und die Leitern. Das hat zwar nichts mit Weihnachten zu tun, aber die Leitern sehen auf jeden Fall anders aus. In der Kiste sind keine Sachen, die wie Weihnachten aussehen. Das ist wieder nur der Crafting Table. Die Höhlen sehen ja auch cool aus. Alles so snowig, verschneit. Und wo ist es hier? Ach, ich kann die Mobs ja gar nicht mehr zugucken. Grässlich. Ich wollte die doch nur einmal kurz sehen. Aber ja, vielleicht spawnen die überhaupt, wenn ich hier oben bin? Das weiß ich auch nicht mal. Ich weiß es nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist echt blöd. Ah, da ist, hat sich gerade irgendwas wehgetan, jawohl. Oh, und? Was hat der denn da an? Ja, ein Schal, damit er sich nicht erkältet. Okay, aber gut, dann beende ich diese sinnliche Weihnachtsfolge, ne? Sinnlich, weil hier irgendwelche Kreaturen sterben, also perfekt für die Weihnachtsfolge. Und dann machen wir nächstes Mal mit normalen Texturen weiter und unsere Aufgabe wird dann natürlich daran bestehen, XP zu sammeln.